Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Gegner, dem LS-Profi. Oh, moin. Und ja, wir sind jetzt so in der beim Schwader stehen geblieben mit unserem Schwader, was wir uns gegönnt haben. Schnauze, Alter. Der Hobo kann auch nur was nachmachen, Alter. Ich mach gar nichts nach. Du bist ja nur nicht. Du bist ich kauf vor einer Minute einen Schwader. Du bist ja Geringverdiener. Und du kaufst nach zwei und du kaufst nach einer Minute auch den gleichen Schwader. Du bist halt der Geringverdiener. Wow. Ich hab mir sogar die fetten Reifen, die können nicht so wie du, du Homer. Was willst du bei einem Schwader die fetten Reifen kaufen? Ich hab die drei Dessen, was es gibt. Junge, aber dass die fetten Reifen sind, Alter. 24 Zoll für ihn. Auf einen Schwader, ich glaube. Natürlich. 24 Zoll, das passt auf ein G-Class, Alter. 24 Zoll passt auf deinen Kopf, Alter. So, Herr Chrissy Gaming. Ja. Machen Sie. Spadern. Wow. Dann machen sie das gleiche wie ich. Und jetzt zwei mit unseren neuen gegönnten Ladewagen gleich aufsammeln und Silage machen. Weil unsere Kühe brauchen Versorgung. Sicher? Sorry. Mahlzeit. Ach ja, Leute, hellig ist das, hellig. Hast du die Map abgedatet? Welche? Die, wo wir gerade spielen. Gab's kein Update? Oder gab's ein Update? Na, weil da mir neue Objekte auffallen, die mir sonst noch nie aufgefallen sind. Ja, weil du mal endlich die Augen aufmachst, nicht so wie sonst. Schreib's gerne mal in die Kommentare, was... Na, der Kollege ist heute wieder sehr nett zu mir. Der ist sehr nett zu mir. Ich bin immer sehr nett zu ihm. Das wäre eine Unterstellung, wenn ich nicht nett zu ihm wäre. Bist ja nie nett zu mir. Das ist eine Unterstellung. Höchsten Grades. Und ich hoffe, es wird noch einmal das LU die Folge auf, die Aufnahmesession kommen, oder nicht? Ah, Mr. LU TV2, grüß dich. Was? Ach, bei mir ist einer im Dings, im Chat. Da ist auch jetzt ein neuer LU. So ist LU. Den kenne ich sogar persönlich. Wow. Wie steht's? Ist das dein Special Gast jetzt, oder was? Na. Mir das sagen kann. Und jo, der Herr Mr. LU TV2. Chrissy. Was machen Sie? Mit meinem Ladewagen gleich Gras aufsammeln. Warum? Weil ich's kann. Verkaufen Sie jetzt Gras? Na. Warum nicht? So weiß Bauch. Oder richtig belastend mein Haupt AC ist weg XD. Ah ja. Das ist belastend, Mr. LU TV2. Was ist weg? Ach, von einem Zuschauer, der Account, der Hauptaccount. Ach so, ich hab irgendwas gesagt, verstanden. Ja, das ist wirklich kritisch. Jo. Und wie geht's so? Schreib's gerne mal im Chat. Mir geht's ganz gut, danke. Schreib's gerne mal in die Kommentare oder im Live-Chat oder bei mir im Stream, was der Kollege da schon wieder von sich gibt. Das ist ja auch nicht normal. So, wo stellen wir unsere neue Errungenschaft denn hin? Boah, Alter, der Typ kann doch nur angeben mit seinem Zeug. Nennt man das nicht Weird Flex zufällig?
Schnauze. Kann sein, dass man es so nennt. Mann, wegen dir ist jetzt mein Deichsel verbogen. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ja, gut, und dir? Ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Mir geht's gut, mir geht's gut. Und ja, der Kollege ist ja schon wieder am Ausreden. Was, gleich wieder? Sweeten im Mik, was? Junge, Grizzly, das ist doch ordentlich, Mann. Hey, was steht denn da alles? Warte. Kannst du kein Deutsch lesen, oder was? Ist so vor, was da steht. Ja, ich kann einmal einpacken wegen der verbogenen Deichsel, Alter. Alles nur deine Schuld. Ja, was hat denn er jetzt geschrieben? Gleich wieder Sweden im Mic. Gleich wieder Sweden? Ja, liest du selber im Chat. Hey, so, Herr Kollege, bleiben Sie stehen. Arm lieber mein Hof an, ohne meine Erlaubnis wird's teuer. Also schwitzen. Ach so. Was denn jetzt? So ne, geschrieben jetzt. Gleich wieder reinschwitzen in Minecraft, hat er geschrieben. Ach er so. Hat sein Autokorrektur anscheinend war er falsch. Oha. Also Grissi, die Umleitung, die die Baustelle gelegt hat, finde ich sehr gut. Bei dir lege ich auch gleich Umleitung, aber ins Krankenhaus dann, wenn ich da ein paar Schläge wohin verpasst habe. Habt ihr es gehört, Leute? So bedroht er mich. Ich mache da auch nach der Aufnahme. Also ich könnte von mir aus 110 anrufen. Der Ort heißt einfach, der Ort, da kennt man ganz leicht, da ist nämlich ein riesen Atompilz drauf und eine riesen Furzbombe, Alter. Deswegen, das erkennt man leicht, wo Chrissy wohnt. Und da schickt ihr mal die ganze Leute in den Arsch. So, jetzt reicht's. Weißt du, was da so witzig ist? Jetzt reicht's mal. Naja, mir reicht schon lange. Was? Na, Jugendsprache. Ah ja, Herr Kollege, ich glaube, da will ich eine Permaban haben. Spaß. Warum? Ah, Spaß, lass ihn bitte. Hättest du früher sagen sollen. Spaß, ich bin gerade bei dir im Dings drin. Wow, und du bist Moderator bei mir, du. Schande über dein Leben. Sorry, Alter, was soll ich machen? Okay, sorry, Leute, ich muss gleich die Aufnahme beenden, weil ich muss jetzt beim Herr Gegner in den Chat reingehen als Moderator. Sorry, Leute. Bedanke mich mal, Chrissy. Ich dachte, du hast einen dritten Monitor. Hab ich auch, ich bin aber die ganze Zeit. Moin, Bruder, richtig belastend, mein Hauptaccount. Ja, gut. Bleib wieder da. Na, lass ihn bitte da, Alter. Und tu nicht was. Lutscher. Also, ich finde das korrekt. Ich glaube, der muss auch Mod bekommen. Ah, ja. Und ich finde das korrekt, dass er Lutscher geschrieben hat. Mach so weiter. Hier. Mr. LUDV2, mach so weiter. Hier. Finde ich korrekt. Ich bann die gleich, Alter. Ja, ist so, gib mal Mod XD. Ja, weißt du was? Kein Problem, Bruder, Spaß. Oh Mann, ey. Gib mal Mod, Bruder. Mach schon alle, Bruder. Safe gönnen, gar nichts hat er gegönnt. Herr Kollege, wir reden uns wieder, wenn wir uns sehen, gell? Nichts, ich rede mit dem im Chat. Meinst du, im Chat oder was? Alter, richtig ehrenlos. Na, nichts ehrenlos. Und ja, falls ihr gern einmal beim Twitch-Livestream dabei seid, Link dazu ist in der Infobox unter meine da YouTube-Videos. Free Mod. Das heißt, wenn ihr reinkommt, riecht ihr alle Mod. So ziemlich, Alter. Na, red weiter. Ich sag gar nichts mehr ohne meinen Onboard. Okay. Herr Grüssi, hier ist Ihr Anwalt. Erklären Sie doch mal die Situation. Ach so, ja, ich weiß warum. Warte, das klären wir gerade.
alt, Leute. Chrissy, gönn mal an PC. Ja, dann musst du dir sparen und dann musst du dir kaufen. Aber momentan würde ich es da nicht empfehlen, da die Preise von den Komponenten sehr teuer sind. Nur so ein kleiner Tipp von mir. So, Herr Chrissy, jetzt können wir machen. Was denn? Was ist denn Ihr Problem? Was ist Ihr Problem, Herr Kollege? Was ist Ihr Problem? Hier ist Ihr Anwalt. Was ist Ihr Problem? Wollte ich mit meinem Hartz... Was? Ich mit meinem Hartz 4 Laptop XD. Wow. Ah ja. Wow. Kann ich jetzt endlich die Mütze und die Sonnenbrille wieder abziehen? Als ob du jetzt ein... Der Anwalt ist da. Ja, kenn mich doch. Ah ja, er hat einfach Mütze auf. Na? Tu das bitte weg. Jo, mach ich grad. Scheiße, jetzt ist das ganze Kack hier runtergefallen. Und jo, es leckt grad, kann es sein. Sonnenbrille behalte ich aber auch. Nicht chillig. Was passiert denn da im DC? Ich sehe nix, der Kollege da ist ein bisschen komisch. Der tut gerade sein. Ja, das ist doch nur mein DC, das sieht man im Livestream. Das ist seine Perücke und sein Dings, sein Sonnenbrillen ist ihm runtergefallen. Ich kann. Alter, der Link dazu zu meinem Kollegen ist in der Infobox. Wow. Was denn wow? Nur in der Infobox, merke ich mir. Was da zu lachen hier? So, ernstzunehmende Beleidigung. Das Problem ist an der Sonnenbrille, ich sehe einfach 0,0 nichts, es ist so dunkel hier. Aber chillig sieht's aus, Junge. Und schreibt's gerne mal in die Kommentare, wie er Doc so war. Sehr gut. Und deiner? Geht so. Das einzige, was ich... Ach so, Leute. Scheiße, wir sind sogar bei der 51. Folge schon, Leute. Ja. Hilf nicht rum. Hab ich gar nicht gemerkt. Gerade eben. Ey, ich weiß es nicht, ob da schon ein Schwarz ist. Nee, passt. Ich sehe so wenig. So, ich bin einmal weg. Hoffe, du hast noch Spaß. Ja, werde ich haben, Herr Kollege, werde ich haben. Weil er hat ja mich. Sag bloß nichts Falsches. Schönen Abend euch noch. Ja, danke dir. Oh, dir auch. Was denn? Ah, ja. Boah, der macht einfach sein komplett eigenes Ding. Aber wie ihr seht, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst so gerne eine Bewertung da. Schreibt einen netten Kommentar. Und falls ihr noch nicht wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut gerne beim Herrn Kollegen, dem LS-Profi, vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.